es ist natürlich jetzt ein bisschen kacke gelaufen. Rein theoretisch hätte ich das jetzt, ich müsste das hier eigentlich in der Luft sprengen. Denn, glaube ich, geht hier nämlich ein Notalarm los. Ich glaube, so war das gewesen. Dann brennt hier nämlich auch alles und dann müsste ich hier rausfliehen. Ja, super. Es gibt hier nämlich keinen weiteren Ausgang. Ich müsste jetzt alles nochmal zurücklaufen. Aber wisst ihr was, Freunde? Weil ich euch zeigen möchte, wo wir jetzt hier ankommen und wie auch offiziell hier reinkommen würden, zeige ich euch jetzt einfach einen kleinen Zaubertrick. Ihr könnt jetzt auch einfach so tun, als ob ich, ja, hey, Freunde, ich mache kurz einen Schnitt und so. Ich gehe dann da hin und so. Lecker Arsch. Nee, wie war das? TCL, glaube ich. Oh Gott. Ja, genau. Weil wirklich, das ist Bullshit, ey. Ich laufe da jetzt hier nicht nochmal zurück. Und warum soll ich hier nicht durchkommen? Außer ich vergesse jetzt irgendwas. Was vergessen. So, fertig ist. Ja, hier wollen wir normalerweise auskommen. Also ich weiß jetzt nicht, ich bin der Meinung, das Ding würde sich automatisch öffnen. Ich will es jetzt nicht kaputt machen, wenn ich die Generatoren zerstöre. Denn, glaube ich, fällt der Strom aus und dann wird ja trotzdem das angegriffen, für was ich ja eigentlich stehe. Ich möchte ja gar nicht, dass die Sklaventreiber hier angegriffen werden. So. Hier ist nichts weiter. Eine coole Mütze und eine coole... Das sieht nach einem leckeren Barbecue aus, würde ich mal so sagen. So, hier liegt noch einmal ein Jet. Wir können uns mal schlafen, das machen wir auch mal, weil wir sind ja schon leicht angeschlagen. Oh, das ist jetzt schon wieder echt lange her, dass ich hier meine letzten Aufnahmen gemacht habe. Für euch ist das immer so... ihr seht das immer gleich und es ist alles eigentlich aneinander laufend, aber für mich ist das ewig her. Das ist jetzt bestimmt schon anderthalb Wochen her. Boah, keine Ahnung. Ich muss erstmal die ganzen Sachen wieder rendern und hochladen, aktivieren. Genau, kommen wir nämlich hier raus. Und dann würde jetzt hier vor das Chaos ausbrechen. Die ganzen Trucks würden hier einfallen, weil irgendwie, glaube ich, die Lichter ausgefallen sind. Das ist ziemlich strange. So, das wollen wir aber gar nicht. Ich will ja, dass hier alles in Ordnung bleibt. Wir gehen nochmal rein zu Asher. Was gibt's denn da zu Was ist los? Ich hoffe, dass der hier wieder ist. Oh, ich habe was vergessen. Ich hoffe doch nicht. Ist sowieso so strange, dass ich ihn gar nicht mehr denn gesehen habe. Ne, da ist er wieder. Na, ist das sehr gut. Dann reden wir mal mit Asher. Ich wusste ja, dass ich Ihnen trauen kann. Werner wurde aufgehalten und die Arbeiter kehren dorthin zurück, wo sie hingehören. Pitt sieht einer glänzenden Zukunft entgegen. Und Sie ebenfalls. Was meinen Sie mit der Zukunft der Stadt? Was wird aus den Arbeitern werden? Vorerst ändert sich nichts. Bis mit Maries Hilfe eine Behandlung entwickelt wurde, müssen sie weiterarbeiten. Sonst bricht die Stadt auseinander. Sobald wir ein Heilmittel haben, wird alles anders. Dann müssen wir keine Leute mehr entführen. Dann kann unsere Stadt auf natürliche Art wachsen. Bis es soweit ist, sind wir gezwungen, erstmal so weiterzumachen wie bisher. Etwas anderes bleibt uns einfach nicht übrig. Was meinen Sie mit der Zukunft der Stadt? Jetzt, da Marie wieder da ist, haben wir eine Chance, die Krankheit zu heilen, die seit der Bombardierung in Pitt wütet. Wenn unsere Kinder nicht mehr sterben, kann Pitt wachsen wie eine richtige Stadt. Nie mehr Sklaven und Zwangsarbeit. Es kann wieder aufwärts gehen. Es hat mich viel Arbeit gekostet, diese Stadt wieder aufzubauen. Dank Ihrer Hilfe haben wir endlich eine reelle Chance. Na, wie steht das mit meiner Belohnung? Sie haben die Stadt gerettet und Werners Pläne durchkreuzt. Ja, ich glaube, Sie haben eine Belohnung verdient. Als Bürger von Pitt dürfen Sie die Munitionspresse des Stahlwerks nutzen. Sie dient der Bewaffnung meiner Soldaten. Nutzen Sie diese Chance. Außerdem denke ich, dass Sandra mit dem Heilmittel vorangekommen ist. Darum gebe ich Ihnen hier eine Kleinigkeit, die gegen die Strahlung hilft.
Medizinische Forschungen aus Pitt haben ihr Leben verbessert. Versuchen Sie einfach nicht daran zu denken, was sie für andere vielleicht gekostet hat. Da habe ich ihn. Ich kann gut schlafen, sagen wir es mal so. So, und was mache ich jetzt? Das bleibt Ihnen überlassen. Wir werden am Heilmittel weiterarbeiten und die Stadt in Gang halten. Sie dürfen hier nach Belieben ein- und ausgehen. Sie können immer gern im Stahlwerk helfen und draußen im Werkshof Metall sammeln. Dadurch würden Sie den Arbeitern eine schwere Last abnehmen. Und wenn Sie sich bei Sandra lieb Kind machen wollen, können Sie immer Spielzeug für Marie mitbringen. Kleine Geste, große Wirkung. Sehr schön, wir haben es geschafft. Ach, herrlich. Haben Sie die Stille in der Bruderschaft jemals vermisst? Die Bruderschaft fehlt mir gar nicht. Bei der Geißel wurde Pitt geplündert und dem Schicksal überlassen. Ich war jung und dumm und blieb hier hängen. Im Grunde ist die Bruderschaft einfach nur faul. Es ist natürlich leichter, eine sterbende Stadt zu plündern, als sie wieder aufzubauen. Da sie von der Technologie der Vergangenheit geradezu besessen sind, ist es ihnen egal, was für die Gegenwart und die Zukunft zu tun ist. Es ist schwer, Städte wieder aufzubauen. Da es dafür keine Maschine gibt, hat die Bruderschaft kein Interesse daran. Gut, dass wir sie los sind. Ja, es gibt nämlich mehrere Denkweisen über die Bruderschaft. Also Fallout hat eigentlich... Es ist schon eine ziemlich große Geschichte. Also die, wie gesagt, die Bruderschaft, die wir aus dem Ödland der Hauptstadt kennen, ist eigentlich anders als die Originale, aus der er entspringt. Wie geht es Mary? Meine kleine Marie strotzt geradezu vor Gesundheit. Und irgendwann wird sie der Stadt Pitt den Weg für eine neue Generation gesunder Babys weisen. Wissen Sie, ich wollte Pitt schon immer zu einer starken Stadt machen. Ich wollte etwas für die Nachwelt erschaffen. Als Marie geboren wurde, änderte sich das. Jetzt ist sie mein Grund, dafür zu sorgen, dass Pitt Erfolg haben wird. Denn davon hängt ihr Leben ab. Das ist man als Vater seinem Kind einfach schuldig. Verstehen Sie? Ich muss los. Oder ich muss jetzt los. Alles klar, ich bin auf jeden Fall immer hier. Sehr schön. Okay, damit hätte man cool geschaffen, weil hätten wir es jetzt, wie gesagt, nicht gemacht, dann hätte es ja erstmal großen Krieg gegeben. Das Problem ist immer, es ist echt hart. Diese Entscheidung finde ich hier ziemlich fies gestellt und mag sein, dass es die falsche Entscheidung war. Ich persönlich finde sie jetzt... tatsächlich so einer der richtigen Entscheidungen. Ich finde es natürlich total beschissen, wie das mit den Arbeitern ist. Das ist klar logisch. Versucht mich zu erschießen, also eigentlich ein ganz angenehmer Tag. Okay. Aber es ist natürlich einerseits, man muss immer wieder sagen, also er hat einen geringen Teil recht. Hätten wir das jetzt nicht gemacht, dann hätten wir alle Soldaten umgebracht. Die Stadt wäre eigentlich schutzlos gewesen. Die Leute, die hätten trotzdem weitergearbeitet, ja. Vielleicht ein bisschen langsamer. Blablabla. Also im Prinzip wäre es fast aufs Gleiche hinausgefallen, außer dass es sogar noch ein bisschen schlechter gewesen wäre. Und das Kind hätten sie natürlich dann auch gezwungen. Also ein bisschen krasser angenommen mit den Experimenten. Was für ein süßes Gesicht. Wir könnten hier mehr von ihrer Sorte gebrauchen. Oh, schade. Der redet nicht mehr mit mir. Sein komischer Leib. So, reden wir mal mit... Machen Sie bitte schnell, ja? Würde es helfen, wenn ich Spielsachen für Mary bringen würde? Das wäre würde? Wirklich eine willkommene Hilfe. Wenn Marie zufrieden ist, kann ich endlich ab und zu mal wieder ein bisschen schlafen. Sie scheint Teddybären wirklich über alles zu lieben. Sie kann offenbar einfach nicht genug von ihnen kriegen. Bringen Sie ihr so viele Sie finden können. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie für den Aufwand gut bezahlt werden. Na, seht ihr? Jetzt wisst ihr, warum ich Teddybären gesammelt habe. Teddybärenlieferung für die Marie, bitteschön. Danke. Auch im Namen von Marie.
90. Wie viel habe ich denn jetzt abgegeben? 3. Oh! 3 Teddybären für 90 Kronkorken. Alter. Das ist echt heftig. Und ihr wisst, wie viele ich noch habe. Wie geht es, Mary? Mein kleiner Engel ist einfach das allergesündeste Baby auf der ganzen Welt. Es könnte ihr überhaupt nicht besser gehen. Sie macht gute Fortschritte. Ich wünschte, ich könnte das auch von der Forschung nach einem Heilmittel behaupten. Aber so etwas geht eben nicht über Nacht. Im Ernst, es würde uns allen helfen, wenn sie ein paar neue Spielsachen hätte. Je zufriedener sie ist, desto einfacher sind meine Forschungsarbeiten. Passen Sie da draußen auf sich auf, ja? Ja, also wie gesagt, das ist meine Meinung. So, ich muss mal ganz kurz klauen. Ihr könnt mal gerne eure eigene Meinung, wenn ihr das gespielt habt. Das würde mich mal interessieren. Wie gesagt, vielleicht haben es ja einige noch gar nicht probiert und sehen das jetzt das erste Mal, wie das so rum ist. Ich glaube, viele, die das erste Mal gespielt haben, so wie ich das mal öfters gehört habe, die haben sich eigentlich in Lochen Arsch geärgert, dass sie den Werner doch geholfen haben, weil er eigentlich eine ganz schöne Drecksau ist, der Typ. Klar, wie gesagt, es ist so nicht in Ordnung, aber wir helfen ja trotzdem so gut wie möglich mit Teddybären und so, dass die Forschung schnell vorangeht und dass die Leute nicht mehr so extrem ausgebeutet werden müssen. Ach, was für ein unschuldiger Engel. Ich mag die Leute hier. Also diese Raider sind hier so einfach irgendwie ziemlich witzig. So, das war's mit den Add-on The Pit. Ich würde jetzt... So. Kann man hier eigentlich reisen? Das ist mal eine... Das hab ich das schon mal aufgenommen? Weil man hat ja hier eine Karte. Tatsächlich? Das ist ja strange. Hab ich noch nie ausprobiert. Na toll. Tatsächlich. Sehr geil. Ich wollte eigentlich... Schade, dass es hier keine weiteren Bahnen natürlich mehr hier gibt. Ich wollte... Nö, hier ist ja eigentlich gar nichts mehr. Diese Munitionspresse, die ist für den Arsch. Die habe ich ganz blöd in Erinnerung. Ich glaube, da können wir Munition in andere Munition umwandeln. Das ist total... Ja, ich könnte jetzt die 5mm Munition, weil die benutze ich ja eigentlich so gut wie gar nicht, in ein anderes Kaliber umwandeln. Was hast du für mich? Ach, ich mag den Everett. Der ist cool. Alles klar. Komm wieder, wenn du mehr hast. Oh, hier ist noch alles voll, wa? Wie voll sind wir denn? Ah, das mache ich, glaube ich, mal ein andermal. Das, also ohne euch, das will ich euch echt nicht empfehlen. Ja, die hassen mich jetzt natürlich alle wie Sau. Echt nicht neu, ne? Hier drinnen heißt es vorsichtig sein. So. Was gibt's Neues? Irgendwas gehört? Das ist... Okay, aber falls Ihnen doch noch was zu Ohren kommen sollte, sagen Sie mir Bescheid. Ich glaube, ich kann Ihnen das sogar verraten, aber... Das ist unwichtig. So, Munitionspressterminal. Jetzt haben wir nämlich die Berechtigung dazu. Betriebsanleitung. Erster Schritt, schütten Sie Munition oder Rohmetall in das Materialfach. Zweiter Schritt. Stellen Sie am Terminal ein, welche Munitionart produziert werden soll. Dritter Schritt. Lassen Sie die Munition pressen. Ganz einfach. Vierter Schritt. Nehmen Sie die frisch gepresste Munition aus dem Materialfach. Also eigentlich ziemlich simpel. Der kann auch gar nicht so besondere Munition herstellen. Er kann nämlich nur logischerweise ganz normale Eisenprojektile produzieren. Jetzt machen wir zum Beispiel mal 500 von dem 5mm hier rein. Und ich glaube, da kann man so eine begrenzte Menge machen. Ich weiß ja, ob ich auch Altmetall reinmachen kann. Weil hier steht Rohmaterial. Ja, seht ihr, ich kann es einfach nur transferieren. Aber das passt ja zu Sturmgewehrmunition. Aber so wie viel? Das steht nämlich nicht da.
Ja, Produktionsverlauf berechnen. Material wird 100 bis 200 Patronen liefern. Das ist aber echt wenig. Probieren wir mal aus. Ja, bitter, oder? Aus fast 500 mm Munition machen wir. Ist ja Witz, Alter. Aber ich meine, gut, dafür, dass ich die sowieso nicht nutze, die hier, kann ich eigentlich auch. Muss ich mal kurz gucken. Also in der Alien-Zellen braucht man später noch. Aber in der Alien-Zell kann er, glaube ich, nicht machen. Ne, ich sag mal. Er kann nur Projektil-Munition machen. Alter, wie hast du mir meine Munition geklaut? Dann muss ich dir eine reinhauen. Machen wir noch mal ein bisschen. Boah, das ist aber echt, ey, also, ich weiß nicht. Ein bisschen behalte ich was für die Minigun, falls man sie doch mal benutzt. Das ist schon echt cool, oder? Produktion. Ist das auch so? Ach, guck einer an. Ach, das ist vielleicht ab gewisse Menge. Naja. Naja, dann mal los, press mal. Ja, das ist... Okay, ist das 228. Naja, aus 600. Ist ein bisschen arschlos, aber egal. Was wollte ich machen? Ich wollte, Achso, ich wollte gucken, ob ich auch noch sonstiges Altmetall reinhauen kann. Ich will mal gucken, was ich aus ein rauskriege. Nein, verdammt Scheibenkleister. Tatsächlich. Was kriege ich dafür? Das ist ja auch völlig für den Hintern. Ja. Naja. Also ihr seht, das, man muss sich überlegen, ob sich das wirklich für einen lohnt. Ich bin der Meinung, es lohnt sich nicht wirklich. Hier, warum nehmen wir uns nicht mal diesen großen Haufen Eisen, schmeißen ihn da rein und so. So. Oha. Denn seine gute Stahlsäge liegt hier noch. Ich weiß gar nicht, wo die Sklavin ist, die hier mir mal Medizin geschenkt hat. Die ist weg. Ich glaube, die ist tot. So, wir hatten noch einen Anfang, bevor wir... War das die hier zufälligerweise? Sklavin, ne? Ah, das ist ja bloß so ein Flüchtling. Hier ist noch irgendwo ein... so eine Art Haus oder so. Da waren wir noch nicht drin, ne? Da hätten wir gleich schon zum Anfang reingehen können, aber das fand ich Blödsinn. Nicht, deswegen. Habe ich das nicht gemacht? Ey, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass. Ich wusste gar nicht, dass das chinesische Sturmgewehr insgesamt schwächer ist. Also der Schaden ist höher und auch der Crit, die Crit-Chance, aber halt. Die Schussgeschwindigkeit macht's halt hier. Naja, dann werde ich mir mal die Unique-Waffe von besorgen. Was ist denn hier der Eingang gewesen? Hier irgendwo war ein Eingang. Aber das ist doch... Ich verwechsel das. Kann es sein, dass es drinne war? Es kann sein, dass ich es gerade verwechsel. Dann tut es mir leid. Dann muss ich mir das aber mal zum nächsten Part den Eingang nochmal suchen. Und ich denke, ich werde auch mal das ganze Zeug hin und her bringen und verkaufen, gewinnen, bringen, verkaufen. War das echt drinne? Ich bin der Meinung, es war hier draußen. Dann war das, glaube ich, da hinten. Ich weiß nicht, hier war irgendwo noch so ein komisches Anwesen oder so ein Haus. Ich
das war... Naja, gut, okay. Das könnte natürlich auch auf dem Werkshof gewesen sein. Na gut, das suche ich mir später. Oder suche ich mir mal nochmal raus.